Und so hübsche dunkle Augen. Wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Man lebt an und für sich, von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag. Warum muss ich alleine ins Lager? Lass mich hier! Gustav Genschow. Maschinengewehrfabrik, ich bin einer der Schnellsten da. Eigentlich müsste dann noch stehen, dass die Firma mich reklamiert hat. Ich habe gedacht, ich bin die Einzige. Ich habe mir nie vorstellen können, dass noch andere dasselbe tun. Ich werde jemanden finden, der dich aufnimmt. Ich weiß nicht mehr, wo ich schlafen soll. Dann bist du die Tochter meiner Schwester, meiner Nichte. Wir haben die Wehrmachtspapiere gesehen, die sie bearbeitet haben. Eine gute Arbeit. Wo haben sie das gelernt? Rein, Hitler! Papa, es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wenn da eine um ihr macht, am nächsten Tag sind die alle tot. Die werden da vergast. Zu Tausenden. Wenn die das wüssten, das müssen die jetzt erfahren durch einen flammenden Appell. Weißt du, was das für uns alle bedeuten kann? Na, wen haben wir denn da?